Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der große Preis der Stadt Münz, der BMW Hancock Trophy Wertungsprüfung zur DKW Riders Tour 2016, ist vorbei, hat einen strahlenden, können wir einmal kurz, strahlenden Sieger, Peter Nenig, einen, den wir gestern auch schon hier hatten. Münz scheint ein gutes Pflaster zu sein, nicht nur, sondern auch Bernd Barkmann. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass auch Herr Haßmann den Weg heute mal zu uns gefunden hat. Nicht vorstellen muss ich, glaube ich, Henrik Snook als Gastgeber und Paul Schockemühle als Reitsportlegende und im Nebenjob Geschäftsführer der Riders Tour GmbH. Und last but not least haben wir Uwe Terlin aus dem Vertrieb der Mauser zu Gast bei uns. Und seit gestern kennen wir auch schon Piet Gleiben als den CEO der Beamer International Group. Und ich denke, wir sollten heute mit dem Sieger beginnen. Herr Enig, zwei Pferde, zwei Tage, zwei Top-Platzierungen. Ein kleines Resümee über Münster 2016. Machen Sie es ruhig laut, dann kriegen wir es alle mit und können uns mit Ihnen freuen. Cool. Hallo? Ah, jetzt geht's. Also war nicht schlecht das Wochenende. Vom Pretatou bin ich ja schon ein bisschen her gewohnt wie von Polynox gestern. Aber rundum, auch mein junges Pferd hier ist gut gesprungen. Also den Bedingungen mit dem Wetter und alles, eigentlich für mich ein recht entspanntes und ziemlich gelungenes Wochenende. Entspannt ist Münster, glaube ich, für alle. Wie ist der Eindruck insgesamt dieses Jahr? Ja gut, endlich mal Glück gehabt, dass wir keinen Regen hatten. Freut mich besonders für Henrik und vor allen Dingen für den Veranstalter. Das Resümee, man hat sehr hohe Ansprüche an Münster, weil eigentlich jedes Jahr alles ziemlich perfekt ist. Also hier was zu finden, was nicht so gut ist, ist mir dieses Jahr mal wieder nicht gelungen. Und ich befürchte, im nächsten Jahr wird es genauso sein. Sie haben jetzt die Führung in der DKW Riders Tour übernommen. Heißt das, Sie haben Paderborn und München fest auf dem Plan? Ja, mit Paderborn müssen Sie meine Frau fragen. Also ich warte erstmal, dass das nächste Kind kommt. Und dann ist Paderborn doch noch zwar nicht so weit weg von uns, aber zu weit, um mal eben ins Krankenhaus zu fahren. Also sitze ich auf der Warteschleife erstmal, bis es kommt. Und der Termin ist erst am 6. Aber wissen kann man es ja nicht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Viel Glück war, glaube ich, nicht im Spiel, sondern viel Können. Herr Barkmann, Ihr Turnier, oder? Ja, definitiv. Tolles Wochenende gehabt, kam super gesprungen gestern und heute auch. Hinter Markus Ehning Zweiter zu sein, ist wie ein Sieg für mich. Ich hatte das große Glück mal, ein Jahr bei Markus zu reiten. Deswegen für mich ein toller Erfolg. Also ich habe definitiv den zweiten Platz gewonnen heute. Den zweiten Preis gewonnen, damit haben Sie, glaube ich, für Münster auch die Überschrift jetzt geliefert. Herr Haßmann, Sie sind neu, Sie waren gestern noch nicht dabei, im Gegensatz zu den beiden anderen Herren. Was haben Sie heute anders gemacht? Ich habe heute ein anderes Pferd geritten wie gestern. Aber Cayenne war am Freitag schon sehr gut drauf, der ist mittlere Tour gegangen, war auch vorne platziert und da habe ich gestern Pause gemacht. Und heute sprang er am Umlauf schon super, im Stechen auch, obwohl ich einmal so ein bisschen rumgezuckelt hatte. Aber er hat super gekämpft und ich bin super glücklich. Wie sieht es bei Ihnen weiter mit der Saison aus? Reiters Tour ein Thema für die noch anzugreifen? Sie haben jetzt gute Punkte. Ja, gut gepunktet, das war das erste Mal dieses Jahr. Ich werde in Paderborn auch wieder teilnehmen. Gucken, wenn da wieder ins Stechen kommen können, dann ist für München vielleicht noch alles drin. Wir hören ganz viel Lob für Münster. Gibt es denn auch offene Wünsche, die man in einem Turnier wie das Turnier der Sieger hat? Boah, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Im Moment sind wir sehr gut zufrieden. Herr Snook hat Wünsche. Nee, Wünsche nicht, aber Aufgaben. Aufgaben? Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mit Herrn Snook weiter. Dann erzählen Sie was über die Aufgaben. Nein, im Ernst, erstmal freue ich mich, dass das alles so wunderbar abgelaufen ist. Wir hatten ein kleines Problem am Donnerstagabend bei einer Prüfung hier aus der Region. Das hat ein Pferd sich mein Bein gebrochen. Ich sage das ganz offen, das ist dann ganz, ganz, ganz schade und das bleibt lange in den Klamotten hängen, erstmal bis sowas passiert. Es hat, ich bin sehr dankbar, dass Sie das gut verarbeitet haben und besprochen haben und gut kommuniziert haben. Ansonsten hatte ich natürlich immer Angst, wie das jeder Veranstalter haben muss, der eine Open-Air-Veranstaltung hat. Was ist mit dem Wetter? Wenn ich daran denke, dass gestern Abend 5 Kilometer von hier, bei mir in meinem Garten, 6 Bäume umgestürzt worden sind. Wenn dieser Sturm hier gewesen wäre, dann
weiß ich nicht, wie das Turnier heute hier ablaufen könnte. Das, okay, das kann ich nicht verändern, verhindern, wenn das Wetter so ist. Aber ich habe noch ein paar Dinge gemerkt, wieder in diesen Tagen. Und wir werden daran arbeiten, das alles noch ein bisschen entspannter zu machen. Da muss man ein paar Entscheidungen treffen vielleicht, dass man die Starterfelder ein bisschen anders strukturiert, dass man dann ein bisschen mehr Zeit hat. Das ist so etwas, was mich doch ein bisschen ärgert. Ich möchte das da noch ein bisschen mehr Fröhlichkeit reinbringen vielleicht. Also, gewisse Vorstellungen habe ich, wo ich wirklich meine, dass man das besser machen kann. Und wenn ich schon tue, möchte ich es gut machen und lassen wir mal gucken, ob das im nächsten Jahr klappt. Das klingt schon nach einem Resümee. Ich denke, wo wir bei den Resümees sind, gehen wir auch gleich weiter zu den Ausblicken. Und da können wir vielleicht Herrn Schockemüll ins Spiel holen. Der kann uns nämlich was zur Riders Tour sagen, zu dem Wert des Gastgeberorts Münster und des Gastgebers Hendrik Snow und was er erwartet für die beiden ausstehenden Etappen der DKW Riders Tour. Ja, also Hendrik ist hier, glaube ich, schon genug gelobt worden. Mir haben sie auch Kohle aus der Tasche genommen für dein Gefährt, obwohl ich nicht schon lange in Pension bin. Aber es hat mich nicht betrübt, sondern mich gefordert, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann. Und wir sind als Riders Tour hier immer sehr gerne Gast. Münster ist eines der Highlights für uns von den gesamten Gegebenheiten. Ich kenne Münster, weil ich ja nicht so weit weg bin und ich kenne Hendrik ja auch schon. Ich glaube, dein erstes S-Pferd kam von mir. Was denn genug? Da warst du 15 oder 16. Na, egal, aber okay. So ungefähr. Ja. Jedenfalls, ich kenne die Familie so. Wir haben uns darüber nicht erzürnt auf jeden Fall. Okay, gut. Wir kennen uns sehr, sehr lange. Wir wissen, was wir voneinander haben. Ich kann sagen, im Namen der Riders Tour und ich glaube auch der neuen Hauptsponsoren, die wir gewonnen haben mit der Firma HEMA und Mauser. Wir werden vielleicht gleich noch mal ganz kurz was dazu sagen, warum sie sich engagiert haben hier. Ich hoffe, es hat auch denen gefallen. Die KB ist schon lange dabei. Die Rider haben sich geäußert über die ganzen Gegebenheiten. Das kann nicht besser sein und wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr wieder so hinkriegen und dass wir wieder dabei sind. Sport, einmal aufs Ranking. Sport erstmal. Erstmal Sport heute. Erstmal Sport heute. Ich habe hier drei Reiter vor mir sitzen, muss ich den Hut ziehen. Ich glaube, das wäre international, auch allen internationalen Reitern sehr schwer gelungen, schneller zu sein und besser zu sein als diese drei, die ja alle nur einen Wimpernschlag voneinander entfernt waren. Und ich muss sagen, das war absolut toller Sport. Man musste wirklich Glück haben. Es musste einem alles gelingen, um heute Markus schlagen zu können. Und auch die anderen beiden waren ja nahe dran. Das finde ich, dass das super war. Das liegt natürlich auch ein bisschen an den Gegebenheiten. Der Boden war rutschfest. Man konnte Gas geben mit den Pferden. Man brauchte keine Angst haben, dass man ausrutscht. Es war, wie gesagt, ganz, ganz toller Sport. Von der Riders Tour her bin ich betrübt, dass mein Reiter Philipp Rüping nicht mehr vorne ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ist für die Riders Tour besser so. Es ist spannender geworden. Die Felder sind enger zusammengerückt und die Riders Tour ist absolut noch wieder völlig offen. Vielen Dank. Herr Termin, reden wir über Werte. Wir haben hier ein zweites Mikrofon. Danke. Okay. Wir müssen das aber machen. Darf ich mich? Also wenn ich keinen Widerspruch hier aus der Gruppe sehe, dann dürfen Sie. Ja. Vielen Dank. Erstmal. Herzlichen Dank und auch den Medienvertretern. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgearbeitet haben, das toll gemacht haben. Vielen Dank. So, Herr Tenni. Ja. Werte, Reitsport so auf Teilnehmen und Ihr Unternehmen, das sehr auf Werte setzt. Passt das gut zueinander? Ja, das passt bestimmt sehr gut zueinander, denn unser Inhaber Thomas Sagel, der hat eine sehr starke Affinität zum Reitsport. So ist es auch zu unserer Familie Mauser gekommen und so darf ich hier sein, da freue ich mich sehr drüber. Ich war jetzt zum zweiten Mal jetzt bei einem Turnier dabei, das erste war in Hamburg. Und ich muss sagen, hier in Münster ist die ganze Sache sehr familiär gewesen und man merkt, dass der Reitsport das Publikum anzieht und genau das Gleiche wollen wir mit unserer Familie, mit der Firma Mauser auch. Und dementsprechend bauen wir auch Möbel, die lange halten und sehr wertstabil sind.
dann scheint es zu passen. Diese Werte sind sicherlich im Reichsport auch vorhanden. Machen wir gleich weiter mit Herrn Bleiben. Ja, ich glaube, Sie haben fast karnevalsmäßig 4 tolle Tage, möchte ich mal sagen, erlebt in Münster. Resümee. Ja, erstmal möchte ich den Reitern hier gratulieren. Tolle Show geliefert, recht spannend. Alle drei einfach nur spitze, top. Ja, wir haben Karneval jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben auch viel Arbeit gehabt hier, hat aber unheimlich viel Spaß gemacht. Wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden hier in der Szene. Hab tolle Gespräche führen dürfen mit Paul und auch mit Uli. Ja, das war für uns der richtige Einstieg. Wir sind 20 Jahre lang unterwegs in der Humanmedizin und haben dort ein Stück neue Medizingeschichte geschrieben. Jetzt war es Zeit, auch im Veterinärbereich tätig zu werden. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Platz, keinen besseren Ort auf dieser Welt, wie hier vor dieser Kulisse in Münster sowas zu präsentieren zu dürfen. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass es überhaupt möglich war. Hat einen riesen Spaß gemacht und für uns war das die ganzen 4 Tage ein Riesenerfolg. Das freut uns. Bei der Kulisse bin ich völlig bei Ihnen. Ich muss Ihnen allerdings sagen, auch Karneval kann Arbeit sein. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wenn nicht, stehen Ihnen bestimmt alle Herren zu Einzelgesprächen zur Verfügung. Ich möchte aber noch mal kurz darum bitten, dass es gleich 1-2 Fotos mit Herrn Lavrenz gibt. Einmal mit allen zusammen, dann nur die Reiter. Und bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen.